Hallo und herzlich willkommen zurück zu Signs of Life. Ja, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Das ist schon für mich jetzt eine Weile her. Deswegen muss ich mal gucken. Es gab übrigens ein Update. So wie ich gelesen habe, kann man jetzt Sachen sortieren. Ich werde diesmal auch versuchen, nicht das Licht einzuschalten. Und ich habe mal einen zweiten Charakter angefangen, um herauszufinden, wie ich denn diese Fenster da, wie ich denn dieses eine Gebäude komme, wo ich nicht reinkam. Ja, und ich habe es dann relativ schnell festgestellt. Ich musste einfach nur mit der Spitzhacke dagegen hauen. Ja, hätte ich vielleicht auch vorher drauf kommen können. Ja, jetzt werde ich mal dahin gehen und das mal machen, das öffnen und gucken, was ich da so drin finde. In dem Gebäude. Und dazu muss ich erstmal hier raus. Das ist schon wieder hier. War ja sonst wo. So, gleich habe ich's. Na, komm. Ach. Wenn er nicht gestorben ist, dann hüpft er noch heute. So. Okay. Ach. Genau reingesprungen hier. Ich könnte ja währenddessen mal hier ein paar Sachen aufheben, die hier vielleicht rumliegen. Ja. Ich hoffe, wir finden mal einen Schlüssel dafür. Ich will da auch mal reinkommen. Ja, da habe ich wirklich hatte ich mir einen neuen Charakter erstellt und bin dann da hingelaufen und dachte so, komm, wie komme ich jetzt hier rein? Hab das ganze Ding umgraben. Einmal komplett. Hab gedacht, so nicht. Ja, und dann habe ich irgendwie versucht, bei dem anderen Gebäude ist ja die Scheibe eingeschlagen. Dann habe ich gedacht, irgendwie müsste die ja vielleicht kaputt gehen. Ja, und dann habe ich mit der Spitzhacke draufgehauen, ja, und war es kaputt. Dachte ich mir, schön. Dass es so einfach ist. Hätte einem ja auch mal jemand sagen können, ne? So, das ist aber ein ganz schön langer Weg hier. Hätte ich irgendwie kürzer in Erinnerung. Hier ist das. Ey. Also diese bekloppten Viecher hier. Müsste mal was essen. Aha. Diese komische Blaubeere füllt anscheinend Energie auf. Warum habe ich denn jetzt so viel Energie? Okay. Ach, Mann. Ist das Ding immer noch nicht kaputt? Warte, da oben ist auch noch eins. Bitch. Ach, endlich. Jetzt geht die Energie nämlich wieder runter. Moment, jetzt probiere ich das nochmal. Ein so ein Ding essen. Aha. Kriegen wir auf einmal Energieschub. Coole Sache. Hau ab. Ich schwör's dir, hau ab. Mistviech.
Oh, das umspringen wir mal schnell. So langsam wieder dunkel, habe ich das Gefühl. Ja, hier hatte ich ja auch schon ein bisschen umgraben. Das letzte Mal, aber ich kam ja noch nicht rein. So. Autsch. Ja. Da stand ich davor und versuchte das hier und es funktionierte nicht. Und ich dachte doch, ach komm, wenn ich doch ein Schwert habe, kann ich doch davor hauen. Dann habe ich einfach die Spitzhacke genommen und gedacht, komm hier. Oh, das war ja einfach. Ja, gut. Im Inventar gibt es jetzt auch so einen Sortierbutton hier. Habe ich in den Patch Notes gelesen. Oh, das ist ja interessant. Babau. Ja, das macht das Ganze schon viel schöner. Schauen wir erstmal, wo wir hier, was wir hier haben. Ja. Mal wieder verschlossene Räume. Das war ja wieder klar. Auch noch irgendwo so ein Klotz, mit dem ich hier die ganzen Sachen wieder mitnehmen kann. Erstmal wäre Licht nicht schlecht. Nein, jetzt kein Cheatlicht, sondern hier mal das normale Licht. Ist das? Oh, das ist so ein. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir den Dresser, notieren das mal schön und dann schmeißen wir hier alles rein. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird hier mitgenommen, Mensch. Gib es doch. Oh, hier. Schild. Alles klar. Da ist wieder eine Tür. Kann man das auch mitnehmen? Oh, cool. Das ist ein bisschen groß, ne? Das lasse ich mal da. So, erstmal hier die ganzen... Ups. Sachen mitnehmen. Und was ist das? Rationen. Ja, das nehme ich mal so mit. Na, nimm jetzt den Stuhl, Junge. Wen da? Das ist der. Das ist der Rucksack. Okay. Mal alles schließen. Haben wir hier? Oh, warte mal, ich kann noch mein Licht machen. Oh, da liegt jemand. Hallo, Kumpel. Ja, da stand so viel wie... Wenn meine Scanner korrekt sind, dann ist der Junge ziemlich tot. Sieht aus, als hätte er eine Kugel zwischen die Zähne bekommen. So, ja. Hallo, zu, so. Schild nehme ich auch wieder mit. Was ist das hier? Doorpanel in grün. So. Hier. Hm. Nee. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Aha, noch eine Kiste. Kiste in die Kiste. Nee, machen wir mal so. Hier geht's rein. Oh, schick. Was haben wir denn hier? Oh, da unten ist ein Roboter. Weg, nehme ich auch mit. Boombox. Die anmachen. Ach, da kann ich die Musiktitel mitwechseln.
Okay, was ist das? Habe ich das denn jetzt reingesteckt? Multipass Level 8, Level 0. Moment, da ist noch ein Sideback. Okay. Was kann denn da alles rein? Wohl nur Schlüssel. Okay. So geht denn der nicht da? Soll ich den nicht da? Dachte, der gehört da rein. Steht doch Multipass. Gut. Nehme ich erstmal das andere Zeug mit. Was haben wir hier? Wieder so ein Text. Packe ich mal hier mit rein. Oh, Christus, ich sah einen von ihnen. Ich machte eine bemerkenswerte Entdeckung. Sie können sich teleportieren. Das ist der Grund, warum sie so schwer zu fangen sind. Es passt alles zusammen. Carter hatte recht. All die Zeichen deuten auf intelligentes Leben und sie sind feindlich. Es ist Tage her, seit Carter verschwunden ist. Und an diesem Punkt bin ich positiv, dass er, ja, abduktet. Weiß nicht, vielleicht wurde er geklaut von den Außerirdischen. Ich habe versucht, dem Captain zu erzählen, was hier los ist. Aber er hat nur gesagt, es ist vielleicht nur Raumverrücktheit. Und ich soll eine Pille nehmen. Bla bla bla. More the positive aliens. Oh ja, die haben den Cheeseburger geklaut. Ja, da wäre ich auch sauer. Der 3D-Printer, der ist noch kaputt. Gut. Story, Story, Story. Interesting. Was haben wir da? Steel Machine Parts. Okay. Ja, meine Simultanübersetzungstalente sind, ja. Nicht so. Oh, was ist das? Ein Bett. Das ist mir aber zu schwer. 103? Wie viel hatte ich denn ohne Bett? 103. Dann will ich das Bett ja nicht. Gute Nacht. Jetzt schläft er echt. Okay. Ja, nehme ich das Bett mal mit. Hat ja nichts zu wiegen. Warum bin ich denn so schwer? Das wiegt doch 100 LBS. Ach, ich habe noch so ein Bett mit. Aber warum wiegt das eine was und das andere nicht? Crazy. Okay. Ja, gut. Aus dem Raum kriege ich wohl nichts mehr raus, oder? Immer so begutachte, sieht das ziemlich. Geht's hier hoch?
Das Grün. Hier noch ein Bett. Dahinter, da ist doch eine Information, oder? Ja, also irgendwas ist mit den Leuten hier passiert. Die wurden wohl beobachtet von diesen Außerirdischen. Na, jetzt bin ich so ein bisschen überladen. Kann ich auch nicht mehr rennen. Ja, dann werfe ich die Betten einfach mal hier hin. Haben wir hier noch? Aus wie so ein Fleischersack. Ja, nehme ich auch. So eine. Vielleicht könnte ich mal meine Sachen damit sortieren. Painting. Ja, Painting nehmen wir mit. Schublade ist leer. Nehmen wir mit. Kabinett nehmen wir mit. Tisch nehmen wir mit. Blume nehmen wir mit. Jetzt muss ich wieder hier raus. Habe ich da? Erde? Nee. Wo ist denn hier die Plattform? Habe ich keine Plattform mehr? Ja, dann gucke ich erstmal, was ich hier noch. Was blinkt denn hier? Portable Tech Grill. Ja, ein portabler Grill. Klingt erstmal gut. Techbett. Ja. Blinkt doch immer noch. Ah. Klopp. Ein Klopp. Aha. Ja. Plattforms. Was machen wir denn? Wood. Habe ich nicht. Basalt. Wenig. Matt. Ach, machen wir mal. Ein paar hübschere. Wo ist es? Da. Auf Kopfhöhe und schon sind wir wieder raus. Aha. Ja, jetzt komme ich hier nicht weiter, weil die Türen dann noch verschlossen sind. Aber wir hatten doch so ein Upgrade-Terminal im... In dieser Mine, da war doch ein Upgrade-Terminal. Aha, das geht schon mal offen. Das ist gut. Natürlich das blöde Viech hier rein. Schauen wir doch mal, was wir noch aufkriegen. Ja. Sieht gut aus. Oh ja, endlich mal ordentlich abkacken. Das sieht aber... Alter Junge, hast du Durchfall? Drück! Drück, Junge, drück! Ah, es kommt! Durch die Hose geschissen. Spiel mal ab, Jung. Und kannst du noch mal? Eine Runde geht noch. Mit dem Räucherstäbchen hier mal den Gestank vertreiben hier, Mensch! Das ist ja hier... Scheiße gelaufen, würde ich sagen. Ja, wir bleiben noch ein bisschen sitzen.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge. 20 Minuten sind rum. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Danke.